So, da sind wir wieder. Hier ist Manu, wer auch immer Manu ist. Wer ist Lydia und wer ist Harris? Fragen wir einfach mal. Hallo. Danke, werte Dame, aber behaltet eure Almosen für euch. Ich bin heute einfach nicht in der Laune, euch euer Gewissen zu erleichtern. Ich glaube nicht, dass ihr euch besser fühlen würdet, wenn ihr euer Heim verloren hättet, geschweige denn von Zombies verjagt worden wärt. Es ist nur das Bettlerviertel. Ich weiß, aber es ist besser, als hier zu sitzen und die Leichen brennen zu riechen. Vielleicht kann ich euch irgendwie aushelfen, für Geld natürlich. Warum solltet ihr mir helfen? Ich bin nur eine niedere Bäuerin aus dem Bettlerviertel. Die halbe Stadt ist vermutlich froh darum, dass der Ort überrannt wurde, auch wenn es Zombies waren. Lass mich einfach allein, bitte. Ja, ist okay, wenn du nur eine Bäuerin seid, ist es mir egal. So, hallo. Harris. Seid gegrüßt, Dame. Zur Hölle, könnt ihr nicht helfen? Ich weiß nicht, ob ich es wagen soll, zu fragen. Wahrscheinlich nicht. Ich bin die Zahl von euresgleichen nicht wert. Kann ich heim ins Bettlerviertel wegen der Zombies? Kann ich aus der Stadt raus wegen der Quarantäne? Was soll man machen? Im Gestank erleichtert vorher ersticken? Vermutlich. Tja, vermutlich. Deswegen, hau ab. Du bist nichts wert in meinen Augen, deswegen musst du dir auch nicht meine Hilfe anbieten. Aber Manu Amadu können wir mit ihm sprechen, oder? Beziehungsweise, wo Manu Amadu können wir mit ihm sprechen? Hallo. Hallo, ich habe gehört, was ihr nie wieder geleistet habt. Sicher werdet ihr im Bettlerviertel nur für Ordnung sorgen. Tut mir leid. Ein Augenblick bitte. Der Gestank der brennenden Leichen schlägt mir wirklich auf den Magen. Als ob die Pest allein nicht schon reichen würde. Inzwischen ist es noch viel schlimmer im Bettlerviertel. Habt ihr gehört? Es ist ein Albtraum da drin. Überall Zombies. Wir sorgen dafür, dass das Stadtzentrum nicht in Gefahr gerät. Aber wir können leider nichts für das Bettlerviertel tun. Steht das Gebiet in der Quarantäne? Lasst ihr überhaupt Leute hinein oder wieder hinaus? Als Stadtwächter dürfte natürlich passieren. Abgesehen davon versuchen wir das Gebiet abzuschotten. Die Pest tobt im Bettlerviertel am schlimmsten und jetzt kommen nur noch die Untoten dazu. Die Bedrohung durch die Zombies sorgen dafür, dass sich die Leute in ihren Häusern verschanzen. Dadurch gab es kaum Konfrontation zwischen Wächtern und Leuten, die versuchen, die Quarantäne zu durchbrechen. Die Helmiten durften das Viertel betreten, um ihren Schrein einzurichten. Man sagte, sie würden ihren Segen trotz allem unermüdlich verteilen. Ich zweifle allerdings daran, dass sie mit dem Problem durch die Untoten gerechnet haben. Gibt's denn jemanden, den ich auf jeden Fall aufsuchen sollte? Es gibt ja die Schenke zur schimmernden Schlange. Liegt im Süden des Zentrums vom Bettlerviertel. Dort hält sich auch Harben Aschenschmied auf und versucht die Leute zu organisieren. Was könnte man über ihn sagen, über den Harben Aschenschmied? Er ist ein guter Freund der Wache. Ich weiß nicht, welches offizielle Amt er bekleidet. Er verwendet seinen offiziellen Titel nicht gern. Er ist lieber auf Du und Du mit den einfachen Leuten. Er kann euch sicher mehr Informationen geben als ich. Natürlich nur, wenn er noch am Leben ist. Ist das der letzte Außenposten der Stadtwache? Auf der anderen Seite des Tors gibt es auch noch Stadtwächter. Ihr Auftrag war eigentlich, den Ausbruch einer Panik im Viertel zu verhindern. Doch jetzt müssen sie die Untoten abwehren und irgendwann daran hindern, das Viertel zu verlassen. Es ist eine unmögliche Aufgabe. Wir haben nicht genügend Männer für die Patrouillengänge. Ich hoffe, ihr werdet uns da helfen können. Ich sollte mit Harlem Tralala sprechen, das ist kein Problem. Über die Kreatur aus Tiefwasser sprechen wir nicht mit dir, weil ihr habt eh nie was. Wollt ihr was zu sagen? Was ich aber ganz gerne mal interessieren würde, wäre. Haben wir noch genügend Bolzen? Und die Antwort ist praktisch nein. 10 Bolzen sind nämlich wahrlich nicht viele. Packen wir 99 rein. Und müssen eigentlich auch bald mal neue kaufen. Wir kratzen mal so auf. Wir haben noch 10. Ach, wir haben noch, hier sind noch 99. Alles gut. Giftbolzen. Frostbolzen. Ach so. Zack. Und zack. Ach, wir haben noch Teamswerkzeug, hätten wir noch verkaufen sollen. Moment, das packen wir gleich mal hier in die vorletzte Schublade. Da. Und den Unsichtbarkeitstrank tue ich wiederum. Hierhin. Machen wir mal Unsichtbarkeit. Weisheit der Eule. Haben wir davon irgendwas hier drin? Da ist Unsichtbarkeit. Hallo? Da ist Unsichtbarkeit. Dankeschön. Und Weisheit der Eule sehe ich hier gerade nicht. Das ist nämlich katzenhafte Anmut. Na gut. Aber Weisheit der Eule hatte ich doch schon mal. Habe ich bestimmt doch irgendwo. Egal. Ausdauer haben wir noch. Gut, eins nach dem anderen. Wir müssen mal irgendwann diese ganzen Schlüssel und ähnliches mal entsorgen, die wir jetzt nicht wirklich brauchen. Vielleicht soll ich mir irgendwann einfach mal so eine Mülltruhe zulegen. Möglichst im Zentrum von Niewinter, wo ich die ganzen Schlüssel und sowas alles hinlege. Wer bist du denn? Ein Torhauptwächter, Hauptmann Ergus. Hallo. Seid mir gegrüßt. Seid wohl hier, um euch den Legionen der Verdammten anzuschließen. Was? Das Bettlerviertel ist wohl momentan sowas wie eine Unterabteilung der Höllen auf Ferun. Überall treiben sich Zombies herum. Ich rate euch, vorsichtig zu sein, Freund. Ihr seht mir so aus, als ob ihr ein mögliches Opfer sein könnt. Es gibt schon genug Tote in dem Viertel hier. Gibt es hier irgendwelche sicheren Orte?
Ja, da gibt es einige, aber das hängt wohl davon ab, was für euch als sicher zählt. Ich würde mich ja nicht darauf verlassen, was die Leute so erzählen. Wem würdet ihr also vertrauen? Was ist der sicherste Ort? Da solltet ihr euch wohl am besten an Harben Aschenschmied wenden. Der kennt sich hier im Viertel aus. Er hält sich vermutlich in der schimmernden Schlange auf. Die Schenke ist noch der sicherste Ort im Viertel. Die Schenke liegt im südlichen Zentrum des Viertels. Dort würde ich zumindest hingehen an eurer Stelle. Die Leute dort stehen mit beiden Beinen fest auf der Erde und versuchen auf vernünftige Art und Weise zu überleben. Ist also nicht damit einverstanden, wie manche Leute hier im Viertel versuchen, anderen zu helfen? Da will ich mal lieber nichts drüber sagen. Wenn ihr einen sicheren Ort sucht, probiert es doch, doch beim Heiligtum von Destas Helmiten. Es ist im Südwesten. Außerdem möchte ich sagen, dass ich dort nicht hingehen würde. Sicher die. Was? Also, okay. Sicher, die Zombies gehen den Ort aus dem Weg, doch ich halte nicht viel von den Segen dieser Helmiten, ja, ich auch nicht. Ich selbst ziehe ein Schwert in der Hand einer närrischen Hoffnung im Kopf vor. Ihr solltet besser mit Harben Aschenschmied in der schimmernden Schlange sprechen. Ich habe das Gefühl, dass ich langsam mit Harben Aschenschmied in der schimmernden Schlange sprechen sollte. Was haben wir da als erste, die ersten Fragen? Habt ihr irgendwelche was über die Kreatur aus der Tiefwasser gehört? Erebeth hat euch wohl beauftragt, nach den Kreaturen zu suchen, was? Erebeth hat mich wohl, hat mich kurz über die Fakten informiert, aber ich weiß nicht viel über die Situation. Nichts, das euch weiterhelfen würde. Sie waren für einen Zauber bestimmt, oder? Pah! Ich werde doch das Leben meiner Männer nicht bei einer Tierjagd riskieren. Sucht nach der Kreatur, wenn ihr wollt. Ich habe damit nichts zu tun. Tja, in dem Fall bist du mir auch ziemlich egal. Ich bin mal gespannt, wie stark die Zombies hier sind. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig stark in Erinnerung, vor allem, weil sie ziemlich schwach sind, ziemlich langsam sind. Da ist ein Zombie. Okay, er ist unverletzt. Das ist in Ordnung für mich. Kann ich trotzdem meine Kiste hier angucken? Eine normal gefährliche Falle. Heiliges Feuer. Glaube ich, ganz ideal für Zombies. Für jeden von uns kommt die Zeit zu sterben. Peak. Mit einem Schuss schwer verwundet. Völlig in Ordnung. So, was finden wir denn hier? Warte mal, lass erstmal kurz den weiteren Kampf hier. Zombie-Krieger gibt's auch noch. Ja, muss ich mich ja nicht wirklich einmischen, nicht wahr? Ich nehme an, ihr habt nichts fallen gelassen, wirklich. So, aber wir haben noch mal Kisten hier. Und Kisten und Kästen, je nachdem. Wir haben einmal Unsichtbarkeit, haben wir gerade erst in die Kiste gepackt. Dann haben wir 3 Gold. Nochmal 2 Gold, dafür, dass es ein Bettlerviertel ist, liegt ja erstaunlich viel Gold rum. Und nochmal 7 Gold, gleich mal 12 Gold. Können sich manche Bettler mal ein bisschen was zusammensparen hier. Ein bisschen zusammen klauben, müssen nicht mehr betteln gehen, andere Leute belästigen. Faules Pack. So, lass uns auch gleich mal ins erste Haus gehen. Einfach so, just for fun. Wir gucken uns sowieso jede Tür an, die wir irgendwie finden können. Hallo, Bürgerlicher. Hallo. Ihr wirkt wie ein Adliger auf mich, also sollt ihr euer Handeln wohl nicht in Frage stellen. Aber darf ich fragen, was ihr euch veranlasst, in mein Heim einzudringen? Ich werde ein paar Fragen stellen. Wenn ihr dann geht, ohne mir etwas zu tun, werde ich antworten, so gut ich kann. Ich brauche Informationen über das Bettlerviertel. Das ist alles? Könnt ihr euch nicht einfach umsehen oder so? Was wollt ihr denn wissen? Eigentlich will ich was anderes fragen, weil du interessierst mich nicht und deine sicheren Orte interessiere ich auch nicht. Ich werde mir einfach sichere Orte selbst schaffen. Habt ihr irgendwas Merkwürdiges gehört? Irgendwelche Gerüchte? Was soll ich da sagen? Ich habe überhaupt nichts mitbekommen und mich hier drin hier verbarrikadiert, damit die Pest mich nicht erwischt. Jetzt wandeln tote Leute durch die Straßen. Tote Leute! Was soll jemand wie ich dagegen tun? Ja, und hat sich abgesehen von den Untoten und der Pest sonst noch etwas Auffälliges ereignet? Ob es etwas Seltsames abgegeben hat, abgesehen von der Pest und den Untoten? Darüber hatte ich zuvor eigentlich nie so nachgedacht, aber vielleicht? Im Bettlerviertel gibt es wohl eine Menge seltsamer Leute und auch etliche durch und durch bösartige Typen. Da gibt es so eine Straßenbande, die schon immer Probleme gemacht hat und einen Kult. Ah, was wisst ihr mit dem Kult? Nichts. Und ich möchte nichts mit ihm zu tun haben. So eine Art Bande von Zyrikanhändlern, denke ich. Die sind alle nicht ganz klar im Kopf. Weiß nicht, was jetzt während der Pest mit ihnen geschehen ist. Wobei, ich würde ihnen keine Tränen nachweinen. Und was wisst ihr über die Straßenbande? Sie nennen sich die Jungs von der Schwertküste. Hauptsächlich Kleinkriminelle, machen keinen wirklichen Ärger, abgesehen von diesem Typ Drawl. Er ist der Anführer, weiß aber nicht, was mit ihnen ist. Vielleicht hat sie ja schon die Pest dahin gerafft. Sie sind immer im Norden des Viertels herumgelungert, denke ich. Ah ja, ich möchte auch was anderes fragen. Ich würde jetzt gerne mit dir über Gold sprechen. Über Gold? Was wollt ihr damit sagen? Schon ein winziges Sümmchen von 50 Gold kann Unfälle im Haus verhindern. In eurem Haus. Wollt ihr mir drohen? Aber ihr gehört doch zur Wache, oder? Seid ihr nicht da, um Leute wie mich zu schützen? Gold will euch von mir schützen, ist doch ein gutes Angebot. Und nun zahlt oder sterbt. Wartet, bitte tut mir nichts. Ich habe mich so abgemüht, um bis jetzt zu überleben. Also gut, nehmt es. Nehmt alles, was es ist nicht wert.
Dankeschön. 3 Punkte Richtung Böse. Verschwindet, lasst mich in Frieden. Ihr habt alles von mir bekommen. Geht einfach. Kein Problem, dein Haus ist ja sicher. Wobei? Du wolltest nur ein bisschen Gold unterschlagen, was? Dankeschön. So, ab und zu muss man auch ein bisschen böse handeln, um meiner meine Gesinnung auch mal Rechenschaft zu tragen, sozusagen. Wie sieht es eigentlich gerade aus? Ich bin bei... Gesinnung böse 7, neutral 50. Wunderbar. Das passt auch so. Lass es mal hier rumgehen. Und... auch diesen Zombie kurz mal. Oh Gott, das sind ja viele. Diese Set-Zombies auch mal kurz töten. Vielleicht gehe ich auch mal ein bisschen näher ran. Okay. Ich sehe, es wird keine großen Probleme mit den Zombies geben. Wo ist eigentlich mein Schwein hingelaufen? Ach, da hinten. Ist auch schon schwer verwundet. Dann helfe ich doch einfach mal. Okay, Grimmigbeißer macht sein eigenes Ding. Okay, mein Schwein wird vielleicht irgendwie sterben, wird mir vielleicht mal einfach Erfahrung bescheren, ich habe keine Ahnung. Ich schieße und schlage einfach auf alles ein, was es gibt. Das Viertel sollte doch mal im Nu geräumt sein von irgendwelchen Zombies. Ah, der Zombie kommt auf mich zu. Und wieder auf den Grimmigbeißer. Das Schwein ist gleich tot. Der Zombie ist tot. Ich schieße mal auf den. Das Schwein ist tot. So, einmal Monster beizaubern, bitte. Hat nicht funktioniert. Ein weiteres Mal Monster beizaubern. Hat funktioniert. Hallo, Krieger. Das ist doch viel zu einfach. So, der ist tot. Und wir haben einen weiteren Krieger, der schon schwer verwundet ist. Für jeden von uns kommt die Zeit zu sterben. Na komm schon, der schwache Zombie wird auch gleich tot sein, ich meine. Den schieße ich jetzt mal von Weitem ab, wenn das irgendwie geht. Na? Erwischt. So, ist da noch irgendeiner? Nee, das waren reichlich Zombies und nicht besonders viel Erfahrung. Schade eigentlich. So, was wollten wir eigentlich machen? Ach, guck mal, wir wollten eigentlich genau diese Truhe oder was auch immer kurz mal erreichen. Und haben dabei irgendwie 50 Monster gleich mal getötet. Wunderbar. Eine nicht ineffiziente Rüstung. Nein, ich trage jetzt genug Plunder mit. Erzähl keinen Mist. Ich muss Lederrüstung etwas von dem plus Zeug loswerden. 1. Rüstungsklasse 2, das ist nicht viel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Deswegen, pock, da rein. So, da haben wir hier noch eine Truhe. Das ist so sicher wie der Tod. Und eine Tür. Wir werden uns alles davon aber natürlich genauer anschauen. Und vielleicht noch ein bisschen Schutzgeld eintreiben, nicht wahr? Warum nicht? Kann ich hier runter? Nein, kann ich nicht. Kann ich, dankeschön. So, 7 Goldmünzen und schwache Magiebannen. Schwache Magiebannen habe ich doch, glaube ich, schon. Ja, kann ich verkaufen. Bevor ich da reingehe, würde ich vielleicht mal speichern. Tür ist schon offen. Und wir sind drin. Was finden wir hier drin? Ein paar Zombies. Kein großes Problem für uns. Ja, ihr könnt das auch selbst machen. Ich werde mir mal den Wandschrank hier angucken. 4 Goldmünzen. Vielen Dank. So, der nächste ist tot. Die Zombies lassen naturgemäß nicht besonders viel liegen, außer ihren ekelhaften Gliedmaßen. Das heißt, wir können wieder rausgehen und uns die weiteren Behältnisse in den Straßen angucken. Ich mag diese ersten Momente in so einem neuen Viertel, wo man sozusagen erstmal alles looten kann, sich in jede Richtung frei bewegen kann, um alles zu töten, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Lass erstmal hier drüben bleiben vielleicht, um alles vielleicht mal so ein bisschen systematischer abzugrasen. Dieses Fass zum Beispiel habe ich, glaube ich, noch nicht untersucht. 8 Goldmünzen. Wundervoll. 9 Goldmünzen. 5 Goldmünzen. Und eine Heiertasche plus 3. Nett, was ist das? Also was steht auf dem Schild drauf, meine ich? Cyrils Bäckerei, okay. Vielleicht finden wir ein leckeres Brötchen drin. Aber mal reingehen. Oder wir finden Zombie-Bäcker drin. Mal gucken. Wir finden Zombie-Bäcker drin. Hallo. Oh. Der Bolz war wohl völlig verschwendet. Und das muss wohl Cyriler Bäcker sein. Das Sauerteigrezept. In dem Pergament wird erklärt, wie man Blattbrot zubereitet und welche Zutaten dazu benötigt werden. Diese Delikatesse wird nur in Niewinter gereicht. Das ist ja toll. 10 Goldmünzen und erneut Feenstaub. Keine Ahnung, was wir mit diesem Sauerteigrezept anfangen sollen. Vielleicht möchte das jemand unbedingt haben.
Werden wir bestimmt noch rausfinden. Bestimmt wird es irgendwo diesen Viertel einen Auftraggeber geben, der sagt, oh, wir brauchen unbedingt ein Sauerteigrezept. Wir haben schon lange nichts mehr von Siri gehört. Wir sorgen zwar nicht um ihn oder um sie, wahrscheinlich eher um ihn, aber dieses Rezept, das ist ja bombastisch lecker. Nicht wahr, Herr schwacher Zombie? Bombastisch lecker. So, der ist tot. Und da kommen sie schon alle angetrottet, die lustigen kleinen Zombies. Ich schieße den mal auf die da hinten. Mit ein bisschen Glück kann ich nämlich den schwachen Zombie sogar alleine mal ausschalten. Schaut mal an, mit 5 Punkten ist er schon mit Tode nahe. Ha, das war meiner, mehr oder weniger. So, an den Krieger bin ich kurz beigelaufen, mehr oder weniger. Und auf diesen schieße ich mal. Das ist kein Krieger gewesen, das ist einfach ein normaler Zombie gewesen. Und viele Truhen behältst du, die wir haben, ist ja super. Warte mal, den Rest könnt ihr mal bitte alleine machen, dann muss ich die ganze Zeit irgendwelche Bolzen verschwenden, weil die kosten so unglaublich viel Geld, dass ich natürlich nicht verschwenden möchte. So, was haben wir hier? Wir haben einmal katzenhafte Anmut, ein weiteres Haus, verbarrikadiertes Haus, vielleicht können wir da mal irgendwie noch rein. Teilweise Genesung, okay. Und 22 Bolzen, vielen Dank. Wir speichern das Ganze mal kurz. Und schauen uns weiter um. Erstmal kurz die. Nee, das haben wir schon. Die beiden Fässerchen hier. Mittelschwere Wunden. Natürlich. Standard. Heilflasche plus 3 ist mittlerweile auch mehr oder weniger Standard. Und wir gehen hier rein. Wenn es denn überhaupt geht. Ja, geht. Es ist barrikadiert. Das heißt also, Leute sind wahrscheinlich noch drin. Gemani. Hallo. Okay, ich habe euer Tagebuch wurde aktualisiert. Bettlerviertel, die Suche nach Gemani. Ich habe zwar die Questen, die bekommen, aber gut. Ich hoffe, ihr seid hier, um zu helfen. Ihr seht mir ja wie eine recht anständige Person aus. Ich würde es hassen, wenn ich erfahren würde, dass jemand wie ihr jetzt so tief gesunken ist, hier zu plündern. Ich doch nicht. Ich kämpfe gegen die Untoten. Benötigt ihr vielleicht Hilfe? Ich könnte wohl ein wenig Hilfe benötigen, wenn das so weitergeht. Wenn das so weitergeht, bin ich in einer Stunde ohnehin tot. Ich weiß aber vielleicht etwas über die Untoten, das euch interessieren könnte. Ah, ja, warum glaubt ihr das? Mein Bruder hat sich in letzter Zeit sehr komisch verhalten. Er geht in so ein seltsames Haus nördlich von hier. Die Untoten lassen dieses Haus seltsamerweise in Frieden. Er ist nicht mehr er selbst. Ich glaube, sie haben seine Seele geraubt. Da drin ist eine Gruppe, ein Kult. Und mein Bruder erwähnte irgendeine Kreatur. Ah. Mehr weiß ich nicht darüber. Es ging alles so schnell, genau als die Zombies damals auftauchten. Okay, ich werde gerne mehr über diesen Bruder erfahren. Gerne, was wollt ihr denn wissen? Wie heißt er denn? Was tut er so? Sein Name ist Thorin. Eine Zeit lang hat er einen Magierturm bei Tiefwasser studiert. In einem. Aber er blieb nicht dabei. Er wusste nie so recht, woher er hingehört. Ich glaube, er suchte etwas, das schneller zum Erfolg führt. Für Bücher fehlt ihm die Geduld. Ah, ist also praktisch Nekromant geworden gleich mal. Ich habe einige Fragen über dieses seltsame Haus. Ich sage euch gern, was ich weiß. Das ist aber sehr nett von dir. Habt ihr eine Ahnung, wer in diesem Haus lebt? Nein, überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass die Zombies den Bewohnern nichts tun. Und ich weiß, dass mein Bruder sich immer merkwürdiger benimmt. Sie dulden auch keine Besucher dort. Er hat eine Art Schlüssel, um hineinzukommen, aber es ist kein normaler Schlüssel, es ist irgendetwas Magisches. Könnte ich es haben? Warum nicht, wenn das bedeutet, dass ihr ihn suchen geht? Ich mache mir Sorgen. Ja, vielleicht werde ich ihn dabei töten, aber es ist auch für mich kein Problem. Schutz seines Anwesens haben wir bekommen. Ihr sagt, die Untoten lassen das Haus in Ruhe? Es ist sehr merkwürdig, sie machen einen Bogen um das Haus und greifen niemanden an, der hineingeht. Mein Bruder sagt irgendetwas von einer Kreatur, die es beschützt. Ich verstehe ehrlich nicht mehr, was er da redet und jetzt ist es schon seit Tagen fort. Okay, vielleicht sehe ich mal nach. Und ihr, was habt ihr jetzt vor? Ich weiß nicht recht. Ich würde gerne bei der Suche helfen, aber ich weiß nicht, ob ich zu viel Nutzen wäre. Ich werde mal nachsehen. Bleibt hier einfach hier. Ich möchte sowieso nicht dabei haben. Bleibt hier. Wenn ich nicht zu nutzlos wäre, hätte ich ihn sicher schon gefunden. Ich weiß auch nicht. Ich bleibe wohl besser hier. Das Versteck des Kults liegt nördlich von hier. Wenn ihr ihn suchen wollt, solltet ihr dort anfangen. Ja, vielen Dank für diese Information. Ich gucke mal kurz mal an, was du noch am Tisch hier hast. Ein Tränkchen Rindenhaut, brauchst du ja nicht mehr, du bist zum Nichtsnutze und bist von einem tollen Haus geschützt, was zwar verbarrikadiert ist, dessen Tür allerdings seltsamerweise nicht verschlossen war. Naja, gut. Ich glaube, hier oben war ich noch nicht. Beziehungsweise, ich bin mir sicher, dass ich hier oben noch nicht war. Nördlich von hier soll dieses Haus des Kultes liegen. Wieder mal teilweise Genesung. So, 8 Punkte Schaden und das Ding ist schon offen. Mit läppischen 15 Punkten Schaden. Wow, 2 Goldmünzen. Na gut, was soll man auch erwarten bei Dingen, die auf der Straße herumstehen? Habe ich sonst noch irgendwas, was ich hier mir anschauen könnte? Nein, nicht wirklich. Erst wieder diesen Zombie da drüben.
Und von rechts hat gleich attackiert. Du bist schon fast ein bisschen schneller, nicht wahr? Schieß die Lady mal auf dich. Und jetzt gehe ich weg. Tschüss. Ton Misserfolg, aber das trotzdem nicht getroffen. Okay. Noch zwei schwache Zombies. Der eine ist schon tot. Von rechts kommt nichts mehr. Und der andere ist ebenfalls tot. Toll. Jetzt zur Truhe. Einmal Feldspat, bitte. Immer noch die Kampfmusik, die wird sich gleich mal legen, schätze ich mal. Und eine weitere Truhe. Ein weiteres Haus, eine weitere Truhe, ein weiterer Zombie, alles vorhanden. So, 6 Goldmünzen, vielen Dank. Ach, guck mal, da ist noch ein Zombie. Gut, dann gehen wir erstmal das Vieh an, ist auch kein Problem. Moment. Da ist noch einer. Da sind noch diverse, fällt mir gerade so auf. Du bist direkt mal schwer verwundet, das finde ich sehr gut. Ich laufe kurz ein bisschen weg. Während meine Freunde auch für dich kämpfen, das ist kein Problem. Du bist schon dem Tode nahe. Das ist schön, man kann gerade jetzt in so zwei Gruppen kämpfen. Und ich weiß, dass beide Gruppen gewinnen werden, weil ich kann sozusagen immer vor den langsamen Zombies fliehen und sie abschießen, wenn ich das möchte. Ich schieße immer auf den schwachen Zombie. Und meine anderen Freunde hier werden, oder meine Begleiter, meine Henchmen, meine Lakaien, werden einfach die restlichen Zombie-Horden kurz mal töten. Überhaupt kein Problem, insbesondere die Zombie-Krieger, die könnt ihr natürlich gerne übernehmen. Ja, das war's doch schon wieder. 49 Punkte, 49 Erfahrungspunkte für die Zombie-Krieger. Vielen Dank. So, ist das dieses komische Haus? Seltsames Gebäude. Da würde ich ganz gerne tatsächlich erst später reingehen, weil ich gehe mal davon aus, dass hier die Kreatur drin sein wird. Guck mal, ein weiterer Zombie. 14 Goldmünzen und leichte Wunden heilen. Mein Schwein ist tot. Okay. Ist diese Truhe verschlossen? Das ist sie. Ach, guck mal, ist sogar eine schwere Truhe. Na gut. Dann mach schon mal dein Ding. Ich guck mir so lange mal die Kästen hier in der Nähe an. So, 5 Goldmünzen. Ist die Musik bald mal vorbei? Oder gibt es noch weitere Zombies, die ich vergessen habe? Ach, guck mal, das ist noch eine. Noch eine schwere Truhe. Und noch so ein Häuschen. Ah! Das Häuschen mit der letzten Zutat. Mit der Zutat Brennholz, hoffe ich doch. Ich meine, ich mag die Nevermind-Musik relativ gerne, aber die Kampfmusik ist doch fast ein bisschen laut, nicht wahr? Also für mich gerade. Deswegen habe ich kurz mal das Ganze nämlich etwas runterreguliert und warte mal sehr geduldig ab, bis der feine Herr hier langsam mal diese Truhe geöffnet hat. Ich stelle mich schon mal in die untere Truhe ran, denn sobald er fertig ist, kann er gleich die untere Truhe weiter behaken. Hat er schon ein paar Mal drauf eingeschlagen, 2-3 Mal zumindest. Ist der Herr Grimmigbeißer bald mal fertig? Da fällt mir ein, ich muss dann langsam wieder mit Grimmigbeißer mal sprechen, um rauszufinden, ob er mir jetzt ein bisschen mehr über seine Hintergrundgeschichte preisgibt. So, ich gucke mir dabei die Überreste hier oben an. Eine leichte Armbrust, die ist mir egal, und ein Grünstein, den kann ich immerhin verkaufen. Ach, guck mal, ein Scheiterhaufen und ein großes Tor. Für dieses große Tor dahin. Fragen über Fragen. Kann ich hinten gleich noch irgendwas plündern? Ja, ein Fass. Sechs Goldmützen immerhin. Und in dieses Häuschen gehe ich gleich rein, nachdem ich, nachdem diese Kiste hier geöffnet und geplündert wurde, ich mich regeneriert habe. Ach, guck mal, das ist noch ein schwacher Zombie, deswegen ist auch diese ganze Aufregung. In dem Fall. Ha, ich habe noch mehr davon. Pieken wir ihn kurz mal an. Auch dass mal kurz herkommen möge. Eine ganz normale Keule, die bringt doch nichts. Die wiegt nur ein bisschen was und bringt nicht viel. Jetzt kleine ich mal ab. Viel zu einfach. Damit diese verdammte Musik langsam mal aufhört. Hoffe ich doch mal. Was ist das hier oben? Magierlabor. Genau da möchte ich hin. Ah. Und die Musik veräppt. Sehr angenehm. So. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich eigentlich regenerieren wollte, aber ich mach's einfach mal. Ah ja. Weil ich auch Monsterbeizauber nicht mehr verfügbar hatte. So. Gespeichert. Jetzt nochmal ein Bardenlied ange. Stimmt. Und rein ins letzte Haus. Endlich können wir diesen Auftrag mal so langsam abschließen. Ein Feuermephit. Ha, ich hab noch mehr davon. Gleich mal kritischen Treffer und es streckt den Tode nahe. Und das war auch schon wieder der ganze Kampf. Super. Und hier finden wir Brennholz. Wir finden hier Brennholz, genau. Und zwar möchte ich das dahin tun. Klick.
So, das war's auch schon wieder. Achso, der Feuermann hat noch irgendwas dabei gehabt. Feuerhart vielleicht. Nee, 2 Goldmünzen. Dieser gierige kleine Teufel. Gut. Das war ein sehr spektakuläres Zauberhäuschen. Und jetzt dürften wir tatsächlich Mitglied in der Magiergilde werden. Das ist ja witzig. Oh, guck mal. Für jeden von uns kommt die Zeit zu sterben. Habt ihr euch irgendwie... Seid ihr neu gespawnt? Weil ihr einfach... Also spawnt ihr allgemein hier am Haus neu? Das wäre sozusagen eine Quelle unendlicher Erfahrung. Das ist ja super. Aber so wahnsinnig viel Erfahrung gibt es gar nicht. Obwohl 49 Erfahrungspunkte für die Zombie-Krieger. Die sind auch nicht ganz verkehrt, aber komm. Ist auch nicht großartig spektakulär. So, haben wir hier noch Zombies? Nein, wir haben aber dafür Truhen. Das ist so sicher wie der Tod. Dann haben wir noch Markus' Leiche hier. Die Sache ist erledigt. Wer immer Markus auch sein mag. Er hat auf jeden Fall 50 Goldmünzen, ein Tagebuch. Markus Penhold. Lesen wir doch mal durch. Das ist das Tagebuch von Markus Penhold, einem jungen Magier. Sein Leben verlief recht ereignislos, doch sein letzter Eintrag ist offenbar prophetischer, als er sich der Autor je erträumt hätte. Auszug. Vor der Pest habe ich mich mit den anderen zusammen ängstlich versteckt. Diese jämmerlichen Zombies aber jagen mir keine große Angst ein. Mein Bruder wartet am Schrein, den die Helmiten im Bettlerviertel unterhalten. Aber ich werde mich ihm nicht anschließen. Endlich gibt es etwas Reales, das es zu bekämpfen gilt. Ja, das war's auch schon wieder für dich. Und wir haben einen Zauberstecken, der nicht identifiziert ist. Der mich gleich überlasten wird. Nein, ich trage jetzt genug Plunder mit. Wir haben den Penholdstecken. Ich muss irgendetwas von dem Zeug loswerden. Diese Waffe wurde nach dem Geschmack des Meltius Penhold geschaffen, einem Gelehrten, der im letzten Jahrhundert den Süden bereiste. Seine bescheidene Art führte zu einem langen und friedlichen Leben, einem ähnlich ereignislosen Tod und weitgehend anonymen Nachkommen. Sein Stecken besitzt nur bescheidene Fähigkeiten, gewissermaßen ein Spiegelbild der ehrenhaften Familiengeschichte. Die letzten Nachkommen der Penhold-Linie sind 2 Urenkel, Markus, der jetzt offenbar gestorben ist, und Bertrand, beide von Niewinter. Grundeigenschaften 1-6 Schaden, kritischer Treffer bei 2, Schadenstyp Wuchtwaffe, kann von mir nicht benutzt werden. Was bringt es? Gebrauch, Bewegungsfreiheit 7, Lähmung aufheben 3 und Person festhalten 3. Kann ich das gleich hier reinpacken in den Rucksack? Ich kann und schon bin ich nicht mehr überlassen. Ganz hervorragend. Wo sind wir eigentlich hier? Der große Friedhof. Na, ob ich da wohl rauf muss, kann ich natürlich nicht sagen. Scheiterhaufen mit Pestopfern. Derjenige, der diesen pestzerfressenen Leichen aufgestapelt hat, ist längst geflohen. Mit einer Fackel könnte er seine Arbeit beenden. Vielleicht werde ich diese Fackel einfach mal in die Hand nehmen und seine Arbeit beenden. Wenn man will, dass etwas richtig gemacht wird, dann muss man das selbst machen. Kann ich nicht... Warte mal, habe ich nicht genug Platz, um meine Armbrust abzulegen? Kann es sein, dass das Problem gerade war? Warum ich die Fackel nicht nehmen konnte? Jetzt. Ach so. Falsche Hand einfach. Ah, und 25 Erfahrungspunkte. Wunderbar. Ich hätte gerne meine Armbrust wieder. Dann speichere ich das Ganze. Und schaue mich noch ein wenig um. Den Kasten hier habe ich noch nicht untersucht. Ebenso die Überreste hier. Einmal Unsichtbarkeit. Schon wieder. Heiltasche plus 3. Zweimal. Und direkt bin ich belastet. Damit. Meinst du? Ich muss irgendetwas von dem Zeug loswerden. Oder wir begeben uns einmal ganz kurz mal wieder in die Halle der Gerechtigkeit, um eben diesen Plunder zu verkaufen. Hallo? Dankeschön. Ich könnte wetten, dass ich in dieser komischen Bar oder was auch immer das war, diverse Leute finde, die mir die Aufträge geben, damit ich diese Leute, die beiden Personen, die ich schon gefunden habe, ist mir wie immer willkommen. Wir warten schon alle begierig darauf, die mir den Auftrag geben werden, dass ich sie halt finden soll. Sobald wir die vierte Zutat haben. Ich brauche dieses Tempel, das auf mich voll zu quatschen, bitte. Auch die Reaktion ist freundlich, ist aber sehr nett von dir. Freundliche kleine Arybeth. Weißt du, kriegst das mit Lichtrobe, weil die brauche ich ehrlich gesagt eh nicht. Dann. Was willst du mit dem Knöchelchen? Eine Goldmünze. Ich weiß nicht, was ich damit will, ehrlich gesagt. Schutzstein des Anwesens. Mal kurz angucken. Dieser Schutzstein erlaubt es seinen Besitzer, alle magischen Schutzvorrichtungen um ein Anwesen im Nordwesten des Blätterviertels zu umgehen. Ach, das ist gut, dass wir ihn haben. Okay. Vampirpfeil kann ich für viel Geld verkaufen. Was, wiegst du viel? Eigentlich nicht. Du wiegst eigentlich praktisch gar nichts. Okay, kommen wir mal zur richtigen Spalte. Diebeswerkzeug plus 1, bitteschön. Schwache Magieband für 88 Goldmünzen, das kann ich dir nicht geben. Aber hier habe ich noch was drin. Und zwar diese Rüstung für 273 Goldmünzen. Das Ding verkaufe ich dir mal nicht, obwohl es viel Geld wert ist. Vielleicht gibt mir sein Bruder noch viel mehr Geld dafür. So.
Und was haben wir noch? Haben wir noch weiteres Diebeswerkzeug oder sowas? Wir haben nicht immer noch. Sind wir auch 83 von 86 Pfund? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wegen die Heiertaschen vielleicht zu viel? Gewicht 3 Kilo, die wiegen nicht gerade wenig. Das kann man durchaus mal sagen. Die Bolzen behalte ich natürlich. Bla bla bla. Was ist das? Negative Energiestrahl, Ansteckung, Genesung, Erschrecken, erweiterte Unsichtbarkeit. Ja, ich baller mich offenbar zu mit irgendwelchen Krimskrams. Haltasch plus 1, weil ich wahrscheinlich nicht mehr unbedingt brauchen. Deswegen werde ich es einfach verkaufen. Plopp. Obwohl, es ist eigentlich dämlich. Ach, das war ziemlich dämlich. Weil ich habe ja die Fähigkeit heilen. Was mir wiederum durchaus Vorteile bieten würde bei diesem ganzen Kram. Aber egal. Gut, ich würde mal sagen, wenn ich schon mal hier bin, begebe ich mich gleich mal nach draußen in die Magiergilde und gebe den Plunder ab, den ich abzugeben hatte. Was mache ich am besten noch in dieser Episode? Einfach so, weil ich Bock drauf habe und weil ich danach sowieso nämlich eine Aufnahmepause machen werde. Und jetzt einfach mal neugierig bin, was denn jetzt geschieht, wenn ich den ganzen Kram abgebe. Die richtige Reihenfolge habe ich noch. Das erste wäre Ton, dann ein Fläschchen Wasser, dann der Nebelfetzen und dann Brennholz. So, Eltora Sarbüdel, Sarbtyl. Hallo? Ah, hallo. Seid ihr bereit für den nächsten Teil unserer Prüfungen? Oder geht es euch um etwas anderes? Ja genau, ich würde gerne Mitglied der Gilde werden. Man hat euch geschickt, um 4 Zutaten zu sammeln. Ihr seid erfolgreich gewesen. Jetzt müsst ihr euch den Test des Geistes des Körpers stellen. Ah ja, ich habe alles schon gegeben, offenbar die Reihenfolge war egal. Ihr werdet in einen Raum teleportiert, wo ihr eines meiner Konstrukte zerstören müsst. Es können dort Werkzeuge gefunden werden, um die Aufgabe zu erleichtern. Ihr könnt Tiervertraute oder Gefolgsleute mitnehmen, aber ihr werdet geprüft, nicht sie. Wenn sie dafür sorgen, dass ihr versagt, ist es immer noch euer Versagen. Haltet sie unter völliger Kontrolle. Ich werde es versuchen. Benutzt das Wissen aus meiner ersten Aufgabe und diese Prüfung wird leicht. Aber wenn ihr geht, bevor das Konstrukt zerstört ist, habt ihr versagt. Seid ihr bereit? Ich sag mal, nein, weil ich das erst in der nächsten Episode machen werde. Dann kommt wieder, wenn ihr es seid. Tja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Es ist jetzt für euch Sonntag. Wenn ich diese Aufgabe versuche zu meistern. Bis gleich.